Aus dieser Position geht mit dem Ellbogen nach vorne, zum Brustmuskel bzw. zum Schlüsselbein. Gut, an seinen Arm entlang nach vorne. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass meine Hand hier den Ellenbogen weiterhin kontrolliert. Tue ich das nicht, ist der Austausch relativ ausgeglichen. Wobei er gewinnt, weil er ist auf meiner Nase, ich bin auf dem Schlüsselbein. Deswegen weiter schützen. Also eins, zwei, hier, drei. Kurz ein bisschen stumpen. Also mit dem Unterarm auf den Schultermuskel. Das macht ein bisschen locker. Dann nehme ich den Kopf im Nacken und führe ihn unterm Arm durch. So. Eins, zwei, drei. Meine linke Hand arbeitet jetzt am Ellenbogen. Diesen Daumen und Zeigefinger schiebe ich den Ellenbogen nach oben. Wenn ich den Kopf nach unten führe, ist mein Ellenbogen schon da. Ich mache hier einen kurzen Kontakt. Klack. Für das Foto. Ach, du filmst, ne? Ja. Ich kann aber nur mal ein Foto machen, wenn du willst danach. Eins, zwei. Ellenbogen, Unterarm. Ellenbogen hochschieben. Kopf unterm Arm durchdrehen. Ellenbogen wartet schon. Endposition. Das ist super für den Flyer. Ja. Macht Kampfsport, haben sie gesagt. Freunde treffen, haben sie gesagt. Eins, zwei, drei. Und dann durchatmen, dann ist der andere dran. Partner wechseln bitte und los.